müssen alle erstmal hier klarkommen mit diesen Bedingungen. Und jetzt schauen wir auf den Überraschungszweiten von gestern, auf Žiga Jelar, der gestern Tränen vergossen hat wegen dieses fantastischen zweiten Platzes, dem besten Ergebnis seiner Karriere. 216 Meter müsste jetzt angreifen, um Markus Eisenbichler, weil der Wind viel besser ist, viel besser, der Wind, vom Thron zu stürzen. Ja, du sagst es, viel besser. Das war wieder so eine Leistungsexplosion wie eben auch. Und gleich geht Markus Eisenbichler ins Gespräch mit dem Renndirektor, mit Sandro Pertile. Da. Da hätte man vielleicht jetzt auch gleich mal reagieren können, den Anlauf verkürzen, denn das sieht dann doch schon wieder ganz anders aus, wenn ein bisschen Aufwind herrscht. Na, es ist zu schnell gegangen, das war jetzt fast nicht möglich zu reagieren, aber es war absehbar, so wie beim Surfen. Jetzt kommt die Monsterwelle, jetzt ist sie da, er hat genau die richtige Startnummer, 58 im zweiten Durchgang, genau gepasst, er kann da sich drauflegen, es war absehbar, obwohl der Sprung nicht ganz perfekt war, dass er einfach weiter fliegen wird. Er kriegt natürlich jetzt keinen Zusatzpunkte, aber es springt sich halt einfach viel, viel und fliegt sich vor allem viel, viel leichter mit so einem Wind. Glückliche Gesichter bei den slowenischen Fans. Und das ist die Führung nach 233,5 Metern für Sieg.